Heute ist ein bisschen Eröffnung hier. Caravan-Stellplätze sind entstanden. Erstmal, wie kam es denn dazu? Also wir sind total zufrieden, dass das jetzt endlich losgehen kann. Wir haben lange daran gearbeitet. Die Idee musste sich erst entwickeln. 2014 kam die FCT auf uns zu. Das ist die Fördergesellschaft für Caravan-Tourismus Cottbus. Hat die Lagune auf die Idee gebracht, Mensch, wollen wir da nicht was entstehen lassen? Und so hat sich das, kam der Stein ins Rollen, alles, das Konzept wurde entwickelt und so sind ja letztendlich 16 tolle Wohnmobilstellplätze hier direkt an der Lagune entstanden. Was gehört jetzt zu so einem Wohnmobilstandort? Wir sehen hier so ein bisschen technische Einrichtungen auch dazu. Genau, es gibt also jeder Stellplatz hat eine Stromversorgung, Wasserversorgung. Ja, insofern ist man ausgestattet und kann hier wunderbar nächtigen. Ja. Warum passt Lagune und Camping tatsächlich zusammen? Also es gibt viele Bade- und Thermenstandorte, die jetzt eben auch Wohnmobilstellplätze anbieten, weil einfach diese Kombination sehr schön ist, dass eben die Wohnmobiltouristen dann gleich mal ins Bad gehen können, können gemütlich essen, die mögen im Prinzip diese Kombination doch sehr. Also man hat jetzt auch wirklich wieder einen Sinn für diese Flächen gefunden, weil es war ja wirklich hier auch sehr leer, ne? Genau, ursprünglich war das als die Hauptzufahrt geplant, hat sich dann allerdings so eingespielt, dass die Gäste lieber über die andere Zufahrt die Lagune befahren. Und so hatte das im Prinzip so ein bisschen den Nutzen verloren und dem haben wir jetzt wieder einen schönen Nutzen zugeführt, denke ich. Ja. Wie funktioniert das? Muss man hier irgendwo bezahlen jetzt? Genau, das macht man an der Lagunekasse. Man schaut sich den Platz an, fährt vor, geht zur Lagunekasse, dort bekommt man nochmal eine Einweisung, kann dort diese Coins kaufen für die Stromsäulen, für die Wassersäulen. Ja, und dann kann man sich wohlfühlen. Ja, heute auch mit bei der Eröffnung hier beim neuen Caravan-Stellplatz vor der Lagune. Erstmal, von wo sind Sie nochmal konkret genau, um das mal vorzustellen? Mein Name ist Martin Ruske und wir sind von der FCT, das ist Förderung des Caravan-Tourismus in Cottbus. Wir machen das eigentlich aus einem Interesse heraus, nicht hauptberuflich. Wir sind beide Geschäftsleute bzw. im Cottbuser Wirtschaftsleben verankert. Es ging hier einfach darum, Möglichkeiten zu erkennen, wie kann man in Cottbus einen zusätzlichen Wohnmobilstellplatz zentral verankern, um dieses wahnsinnige Potenzial der Stadt besser zu nutzen. Wie sind Sie jetzt auf die Lagune gekommen? Ja, Mensch, ist ja nun ein tolles Freizeitbad, nicht bloß als Hallenbad, sondern auch die Außenanlagen hat sich ja nun in den letzten Jahren stark entwickelt. Und ich denke, hier unseren Gästen von Cottbus das näher ranzubringen, ist natürlich wenn hier in der Nähe auch gleich der Stellplatz ist, ist das natürlich eine tolle Sache. Entscheidend ist die Lage. Sie sind in einer halben Stunde und das war für uns wichtig, in Burg. Dort haben wir Partner für die Gäste, die hier kommen, für die wir ganz tolle Angebote auch generieren, dass sie hier einen ganz tollen Urlaub verbringen können. Sie haben aber auch eben Einkaufsmöglichkeiten, 10 Minuten Fußweg in die Stadt, um essen zu gehen, einkaufen zu gehen. Eine bessere Lage ist fast nicht denkbar. Schauen wir mal ein bisschen auf die Entwicklung im Camping in Cottbus, wenn Sie das so beobachten tatsächlich. Wie sieht es denn aus insgesamt? Also meine Erfahrungen sind, ich bin ja auch leidenschaftlicher Camper, dass es von Jahr zu Jahr einen Zuwachs von 10% gibt in dieser Branche. Und ich denke mal, das ist ein Zeichen und dem Zeichen muss man folgen. Und da sollte man auch die entsprechenden Angebote, nicht bloß für die Verkäufer, denn wir haben ja auch Händler hier in Cottbus, die auch froh sind, einen Absatz zu haben. Aber wir brauchen ja auch Stellplätze, wenn wir Gäste haben, aber auch letztendlich für die Leute, ja, die die Stadt erobern wollen, gucken wollen, ja, eigentlich Spaß haben, die Stadt zu entdecken. Denn Cottbus hat was. Der erste Gedanke ist ja eigentlich, Camping ist viel mit Wasser verbunden. Warum, ja gut, die Lagune hat Wasser, das ist richtig, aber warum hat man da nicht so auch mal an See gedacht oder sowas? Also wir kennen ja die Ostsee-Problematik. Wenn man hier ernsthaft darüber nachdenkt, dort einen Platz einzurichten, das dürfte wohl viele, viele Jahre und Verhandlungen dauern. Das war eine Sache, die wir mit der Lagune hier ganz, ganz schnell verwirklichen konnten. Ganz tolle Zusammenarbeit. Und wir brauchen noch nur 30 Minuten, dann sind Sie paddeln im Spreewald, dann können Sie dort Kahnfahrten unternehmen oder Sie können nach Spremberg auf den See fahren. Also diese Möglichkeiten sind alle da und das macht eigentlich diese Lage hier so unverwechselbar. Es kommt noch eins dazu. Jeder Wohnmobilist, der hier hinkommt und schöne Tage genießt, der wird mit diesem Informationsmaterial weiter in Deutschland fahren und Werbung für diese schöne Stadt und das Angebot machen.